Wer die wirtschaftlich vorzügliche Milchkuh haben möchte, der möchte eine Kuh haben, die weniger Tierarztkosten verursacht, weniger Gesundheitsprobleme im Allgemeinen hat, die länger im Bestand bleibt, eine höhere Lebensleistung erreicht, aber auch eine höhere Lebenstagsleistung oder einen höheren Lebenstagsgewinn. Und dies kann man in der Reinzucht nicht so leicht erreichen wie in der Hybridzucht. In der Hybridzucht nutzen wir drei Rassen, Holsteins Friesian, Aussie Red oder skandinavisches Rotvieh, die sitzen halt bei uns in Australien, sind ein bisschen weiter weg, und Montbéliard. Montbéliard ist das französische, das edlere, milchtypischere Fleckvieh. Man kann eigentlich sagen, Simmentaler, Fleckvieh und Montbéliard haben alle den gleichen Ursprung. Die Simmentaler haben den Fokus auf Fleisch gelegt. Bei Fleckvieh sind das 1,5 Jahrhunderte Fokus auf Doppelnutzung gewesen. Und bei Montbéliard ging es schon immer nur darum, viel Milch zu erzeugen, um viel Käse zu produzieren. Ich bin im April mit Kunden im Jura gewesen. Wir haben uns ein paar Herden angeguckt. Ich habe die Kamera mitgehabt, habe ein paar Videos gemacht und die möchte ich jetzt ganz gerne vorspielen. Wer die anderen Videos über Montbéliard schon verfolgt hat, hat halt mitbekommen, dass wir im Jura den Comté-Käse herstellen, bei der die Silagefütterung verboten ist. Die müssen ausschließlich mit Frischgras, mit 1,8 Tonnen Kraftfutter maximal und mit Heu gefüttert werden. Im ersten Betrieb waren wir im Stall, im zweiten Betrieb waren die Tiere schon auf der Weide. Und ich habe einfach mal die Kamera draufgehalten, um zu zeigen, wie toll diese Kühe alle laufen. Wer sich ein bisschen Zeit nehmen kann und genauer hinguckt, alle Kühe haben den Kopf oben beim Laufen. Das ist eine natürliche Art und Weise, wie eine Kuh läuft. Und leider sehen wir das bei sehr vielen Holsteins Kühen heutzutage nicht mehr so. Das ist ein schleichender Prozess gewesen. Da kann eigentlich nicht so richtig einer was für. Wir können halt nur aus den Fehlern lernen und das in der Zukunft sein lassen. Also wir können halt wirklich sehen, dass wir sehr tolle Kühe da haben. In den ganzen Beständen, in denen wir gewesen sind, die waren alle topfett. Ja, das ist jetzt eine Harpon in der dritten Laktation. Und die hat 10.000 Liter Milch gegeben in der zweiten Laktation. Ausschließlich mit dieser Art und Weise, wie dort gefüttert wird. Ich habe noch ein paar Videos mehr weiter hinten, in denen ich nochmal zeige, wie schön diese Kühe auch grasen und dass sie wirklich im Laufen fressen können. Das zeige ich gleich nochmal genau. Ist auch interessant, mit welcher Art von Weide die da zurechtkommen müssen. Das sind nicht die besten Weiden. Ja, wieder halt nochmal die sehr schöne Bewegung. Mir gefällt das sehr gut, wie diese Tiere laufen können. Und davon können wir bei den Holsteins absolut profitieren. Was auch auffällt, als ich ein paar Fotos im Status hatte, da hat gleich ein Züchter mir geschrieben, oh, nimm das Foto mal wieder raus. Das ist ja keine gute Presse, das sind ja sowas von ansteigende Becken. Aber da muss ich halt wirklich sagen, guckt euch das genau an, die Becken fallen ab. Wir haben halt bei den Montbéliards den aufgesetzten Schwanzansatz. Wer meine Videos verfolgt hat, hat das schon mitgekriegt, das habe ich schon öfters gesagt. Wir haben bei den Holsteins den Schwanzansatz ins Becken reingezüchtet, um die gerade Rückenlinie zu behalten, wo wir gleichzeitig doch ein ansteigendes Becken gekriegt haben, um das größere Euter zu tragen. Hier kann man auch wieder sehr schön sehen, diese Kuh kann richtig schön fressen, im Laufen. Grasen, also ist eine andere Art und Weise. Das ist jetzt eine Kuh, die hat schon die 7. Laktation hinter sich und hat 12.000 Liter in der letzten Laktation gegeben. Ja, ist schon ganz spannend, was man da an Tieren gesehen hat. Die habe ich jetzt nochmal aufgenommen, die ist auf dem Weg zur Tränke, aber da kann man halt wirklich nochmal. Das kann ich, glaube ich, gar nicht oft genug zeigen. Da kann man nochmal wirklich sehen, wie schön diese Tiere laufen. Und dass das absolut normal ist, dass sie den Kopf so weit oben haben beim Laufen. Das ist was, was man ja, bei den Holsteins zu oft leider nicht mehr sieht. Nochmal eine Gruppe von grasenden Tieren, wo man bei allen dreien auch sehen kann, der aufgesetzte Schwanzansatz. Ja, und dann ging es weiter zum nächsten Betrieb. Da kamen die Kühe dann auch alle ganz schnell zu uns ans Heck ran.
Wir haben an dem Tag insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Betriebe gesehen. Und eigentlich hatten wir nach dreien schon genug gesehen. Aber die Franzosen haben uns überall nochmal mit hingeführt. Das war sehr windig an dem Tag. Aber die Kühe waren alle absolut entspannt und sahen alle gut aus. Sind gut im Fleisch, gut im Futter. Und die Betriebe da, die sind irgendwo hin zu 10.000 Liter alle im Schnitt, bei der Art und Weise, wie sie verdammen. Wir haben bei den Montbéliards nicht das Problem mit zu kurzen Strichen, wir haben eher das Problem mit zu langen Strichen. Ja, und das bringt einfach Spaß, solche Kühe anzugucken. Also mir gefallen die total gut. Ich glaube wirklich, dass wir mit Montbéliards sehr viel bei den Holsteins wieder gut machen können. An Gesundheit, an Körperbau, an Kondition. Ja. So, und hier haben wir jetzt einfach mal drauf gehalten. Die Kühe, die mussten in den Melkstand oder in den Kuhstall rein. Und da habe ich dann einfach mal die Chance genutzt, wirklich, ich glaube, 2 Minuten drauf zu halten, um Kühe zu zeigen, wie die in den Melkstand reinlaufen oder wie die in den Kuhstall reinlaufen. Um halt wirklich zu zeigen, alle haben den Kopf oben. Es ist nicht typisch, dass eine Kuh den Kopf relativ weit unten hat beim Laufen. Wie nutze ich jetzt die 2 Minuten? Also ich kann noch mal erzählen, was für Vorteile wir haben, wenn wir mit Montbéliard einkreuzen. Es gibt eine Studie in den USA über ungefähr 3.500 Kühe, die abwechselnd mit Holsteins oder Rotvieh und Montbéliard besamt worden sind. Und in der ersten Laktation waren die Montbéliards in der Gesamtmilchmenge höher, in den Inhaltsstoffen höher. Und die Rotvieh-Malholsteins-Kreuzung waren in der Trockensubstanz höher, in der Fett- und Eiweißleistung höher als die Holsteins. Die Fruchtbarkeit war deutlich besser. Wir haben ungefähr 0,2 Besamung im Schnitt gespart pro Trächtigkeit. Und die Tiere haben eine höhere Nutzungsdauer hervorgebracht. In einer anderen Studie in der Universität von Minnesota, in dem Versuchsstall, haben die herausgefunden, dass die Montbéliard-Malholsteins-Kreuzung, die Rotvieh-Malholsteins-Kreuzung und die Dreirassen-Kreuzung gegenüber den Holsteins ungefähr 6,5% Futter eingespart haben und trotzdem ungefähr 0,8% mehr Leistung gegeben haben. Das ganze System ist nicht neu. Es gibt schon seit über 20 Jahren, dass sich da Leute mit beschäftigen. Ich gehöre eigentlich auch dazu. Und es funktioniert einfach. Und wer da Hilfe braucht, kann sich da gerne jederzeit an mich und uns wenden. Ja, die Kühe sind in den Melkstand oder im Kuhstall reingekommen. Da ist nochmal wieder ein Betrieb, wirklich, da liegt nur Heu da vorne. Es steht zwar auch vor der Mischwagen. Ich weiß nicht, was er da noch mit einmischt in sein Heu. Ich glaube, das ist mehr zum Verteilen als zum Einmischen. Ja, also das sollte das an Kühen gewesen sein. So, und jetzt soll man sich nur noch vorstellen, dass diese Vorteile der Montbéliard-Kuh auf die Holsteins voll überspringen. Das ist keine Zauberei, da ist keine Magie dahinter. Es ist wirklich schon genug getestet. Montbéliard ist der ideale Kreuzungspartner für die Hybridzucht. Nicht nur auf Holsteins, sondern auch, wenn wir Fleckvieh haben, erreichen wir mit Montbéliard einen Heterosis-Effekt. Wir erreichen selbst bei Fleckvieh mehr Trächtigkeiten. Wir haben weniger Probleme mit diesen ungleichmäßig großen Nachzuchten. Insgesamt haben alle Landwirte mehr Spaß an der Arbeit. Und im Endeffekt, was zählt, ist die kleinste Violine der Welt. Was zählt, ist, dass am Ende auch wirklich mehr Geld hängen bleibt. Wir können lebende Tiere aus Frankreich importieren, was wir aber auch können und was deutlich einfacher ist, wir können Sperma verkaufen. Die Betriebe, die mit uns zusammenarbeiten, die erzählen eigentlich durch die Bank, durch alle, dass die deutlich weniger Besamung brauchen pro Trächtigkeit. Das hat 2 Effekte. Zum einen, weil wir mit einer Fremdrasse besamen, haben wir diese Inzuchtproblematik nicht mehr, haben deutlich weniger Frühaborte. Aber der andere Effekt ist halt auch, in unseren Montbéliard-Portionen sind mindestens 25% mehr Spermien drin als in denen vom Mitbewerber oder Marktbegleiter. Wer Interesse daran hat,
darf sich gerne telefonisch bei mir melden, darf mir eine WhatsApp schreiben oder uns auf Facebook schreiben. Über die Internetseite sind wir erreichbar. Irgendwie kommen wir schon zueinander. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.